Guido Westerwelle war ein streitbarer Kollege im Deutschen Bundestag, einer, der für Klarheit gesorgt hat, mit dem man Auseinandersetzungen führen konnte, aber auch ein sehr überzeugter Parlamentarier und ein Außenminister, dem vor allen Dingen der arabische Frühling wichtig war. Und all das bleibt, aber all das wird uns natürlich auch fehlen in der Bundesrepublik. Er hinterlässt ein großes politisches Erbe für die FDP, für die Liberalen insbesondere, die er zu großen Erfolgen geführt hat. Aber sein politisches Erbe besteht eben auch darin, dass er den Parlamentarismus geschätzt und stark gemacht hat. Die Debatten, an denen sich Guido Westerwelle beteiligt hat im Deutschen Bundestag, waren immer davon geprägt, dass es Klarheit, dass es Auseinandersetzungen gab und dass sie schlicht und ergreifend spannend gewesen sind. Alle werden jetzt sagen, sie erinnern sich an die 18% unter den Fußsohlen. Das war ein bisschen sehr humorvoll, aber es bleibt natürlich auch. Und es war ein Scherz, aber er hatte eben auch einen ernsten Kern. Und das war auch Guido Westerwelle, dass er manche Dinge eben mit großer Leidenschaft gemacht hat, die auch manchmal ein bisschen über das hinaus schoss, was Normalität im politischen Alltag ist. Und eigentlich ist das ja was Gutes, dass wir uns zum Beispiel daran erinnern.